Also kurze Auswertung der Evaluierung. Das ist das Bildchen vom letzten Jahr. Ich habe hier irgendwie leider verpeilt, das aktuelle einzufügen. Das aktuelle sieht aber im Grunde genauso aus, bloß dass nicht 61 Personen, so wie man hier klein lesen kann, was zurückgemeldet haben, sondern nur 37. Was verbesserungswürdig ist, aber okay. Ansonsten glaube ich, das sind ja hier so Schulnoten, Strukturen, Aufbau, digitale Lehre, die sind so ähnlich. Das ist irgendwie immer so zwischen 1,5 und 2, vielleicht mal 2,5. Letztendlich würde ich immer sagen, kann man aus diesem Ding jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ableiten. Ja? Was ich immer viel spannender finde, sind so die Antworten, die in den Freitextfeldern drinstehen. So, und da gibt es etliche positive Stimmen, die ich mal hier irgendwie so aufgelistet habe, eine ausführliche Erklärung. Die Lehrpersonen sind ja gut erreichbar, die Übungen machen vieles verständlich, die Lehrpersonen erscheinen engagiert und kompetent, vielleicht sind sie es auch, pflegen einen freundlichen Umgang. Es gibt viele Online-Umfragen und Abstimmungen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich irgendwie mit den Themen beschäftigen. Man kann Fragen stellen, bekommt hilfreiche Antworten. Manchmal gibt es auch schöne Hintergrundmusik. Die Materialien sind alle schön online verfügbar. Professor Fick kann die Inhalte meist gut darstellen und angemessen vereinfachen. Man kann ihm allen gut folgen. Hier werden auch einzelne Übungsleiter sehr positiv erwähnt. Ne, die Themen sind interessant. Wir scheuen keine Kosten und Mühen, hier irgendwie das nett zu machen. Die personalisierten Zusatzaufgaben sind sehr nützlich und die Veranstaltung ist nah an dem dran, was wir für die Prüfung brauchen, was bestimmt tatsächlich auch so stimmt. Und es gibt noch ein paar mehr, Superskript und Übung, es wird sich Mühe gegeben, es werden Experimente gezeigt, die Quizze laden ein, aktiv mitzuarbeiten. Dann hier sowas schon tatsächlich sehr Fachliches, ne? Es wird nicht strikt nach gleichem Wechselstrom getrennt, sondern schon im ersten Semester werden Induktivitäten und Kapazitäten behandelt, um ein Grundverständnis dafür zu bekommen. Kein schlechter Kommentar, ja, und es wird viel erklärt, es gibt viel Material. So, das stimmt uns natürlich sehr milde, vielen Dank dafür. So, dann gibt es auch ein paar negative Sachen, zum Beispiel, dass die Vorlesungsfolien nicht immer Moodle hochgeladen werden. Ich tatsächlich versuche ja, meine Folien immer im Moodle relativ zeitnah hochzuladen. Ich kann gut möglich sein, dass Professor Fick das nicht immer macht, müssen wir mal irgendwie dran arbeiten. Letztendlich muss man aber sagen, auf den Folien, ja, manchmal stehen da nochmal irgendwie neue, andere Beispiele drauf, es steht ja aber alles im Skript und im Prinzip, also das ist auch so ein bisschen der, ich glaube, das kommt auch in mehreren Kommentaren, so der Zwiespalt von Folien, also wenn das gute Folien sind für einen Live-Vortrag, dann wird man mit diesen Folien nicht gut lernen können, weil da nicht viel draufsteht. Wenn auf den Folien viel draufsteht, sodass man das irgendwie damit gut in Anführungszeichen lernen kann, dann ist es aber stinkelangweilig, sich diese Folien anzugucken, weil da ja irgendwie alles draufsteht. Ne? Also dann kann man halt nicht viel zu erzählen. Da gibt es gleich einen Kommentar zu. Okay. Ja, weil das da nochmal andere Beispiele sind, ja. Ja, nehme ich mal so mit. Also ich habe ja hingeschrieben, müssen wir mal dran arbeiten. Ja, also zumindest vielleicht irgendwie diese Rechenbeispiele dann nochmal. Ich täte aber sagen, mache ich jetzt nicht, dass es im Moodle-Kurs unter Vorlesungsmaterial auch nochmal Foliensätze gibt, die nicht im Skript drin stehen, aber die sozusagen in den Folien drin stehen. Aber ich habe jetzt keine Lust, auf die Seite zu gehen und mich da jetzt kurz anzumelden. So, dann, wenn die Veranstaltung online stattfindet, so wie praktisch heute. Wenn ich das mache, ist es meistens irgendwie auch online, aber dann ist es immer das gleiche Zoom-Meeting und oder der gleiche Twitch-Händel, unter dem man das folgen kann, unter dem man der Veranstaltung folgen kann. Von daher, weiß nicht, würde ich das nicht jedes Mal nochmal vorher rumschicken. Ich spamme ja sowieso schon mit relativ vielen Nachrichten. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist. So, dann gibt es noch so die Sache, dass bei den Übungsaufgaben, das wurde auch mehrfach genannt, keine Schwierigkeitsangabe steht. Ja, das kann ich mal ergänzen. Ist aber meines Erachtens auch so ein bisschen individuell einzuschätzen, ob einem jetzt eine Übungsaufgabe schwierig oder leicht fällt. Ja, so ein bisschen die studentische Idee dahinter ist, glaube ich, zu sagen, okay, ich gucke mir mal die einfachen Übungsaufgaben an und dann eskaliere ich mich so langsam in der Stufe hoch und fange nicht gleich mit den schwierigen an, um dann daran grandios zu scheitern und mein Frustkontingent für die Woche aufzufüllen, was ich so ein bisschen nachvollziehen kann. Es gibt ja aber auch, die sind in diesem Wochenplan verlinkt, es gibt ja auch diese Einstiegsaufgaben genau für diesen Zweck. Weil die Übungsaufgaben, würde ich sagen, sind alle
schon relativ schwierig, weil die sollen ja mal auf das Prüfungsniveau vorbereiten. Also klar gibt es da einfachere und kompliziertere und es gibt vielleicht auch welche, ich komme gleich zu der Frage, es gibt vielleicht auch Übungsaufgaben, die tatsächlich vielleicht gar nicht so prüfungsrelevant sind, weil das eher mal so Knobelaufgaben sind, wo man ein ganz bisschen über den Horizont der Prüfung vielleicht sogar hinausdenkt. Ja. Aber eigentlich bearbeiten wir ja diese nicht notwendigerweise in die Übung, sondern die stehen einfach noch so im Übungsheft drin. Da gab es eine Frage. Ja, tatsächlich würde ich sagen, sind diese Einstiegsaufgaben so einfach. Also ich kann da mal noch irgendwie eine Ergebniskontrolle mit hinschreiben, aber der Lösungsweg ist meines Erachtens bei diesen Aufgaben einigermaßen offensichtlich. Aber wenn es, also der Punkt ist so ein bisschen, wenn mir jemand am Freitag in der Sprechstunde oder in der Übung oder am Ende der Vorlesung oder vor der Vorlesung oder per E-Mail irgendwie eine Frage stellt, ich komme bei der Aufgabe irgendwie nicht, dann ist das Erste, was ich im Normalfall mache, ist diese Frage zu beantworten. Ja, okay, so, dann gab es ein paar Mal den Kommentar unübersichtliches Skript, weiß nicht, kann ich tatsächlich nicht so wirklich nachvollziehen, aber gut. Ja, dann das hier, was mit den selbsterklärenden Folien, ja, was ich gesagt habe, ne? Wenn die Folien selbsterklärend sind, dann braucht er sich auch keine vorne hinstellen und die Folien erklären oder was dazu erzählen. Dann sind es einfach schlechte Folien für einen Vortrag. Dafür gibt es ja ein Skript zum Lernen. Kleinere Fehler in den Folien, ja, kommt mal vor, berichtigte Version wird trotzdem nicht hochgeladen. Müssen wir mal dran arbeiten, aber wie es so ist, nichts hält länger als ein Provisorium. Und die Folien, die da mal erstellt wurden, die haben zwei Damen erstellt, die mittlerweile auch nicht mehr bei uns am Lehrstuhl arbeiten und naja, wie das immer so ist. So, die Quizze sind sinnvoll, aber vielleicht zu viel. Ja, würde ich sagen, goldene Mitte zu finden ist schwierig. Wir haben ja, glaube ich, jetzt auch im letzten und in diesem Semester vor allem nicht allzu viel gequizt. Dann gibt es den Kommentar, dass manchmal Inhalte in der Übung gefordert wurden, die noch nicht in der Vorlesung besprochen wurden. Ja, das mag gerade am Anfang des Semesters vorkommen, wo die Vorlesung vielleicht erstmal in Anführungszeichen ein bisschen Vorsprung bekommen muss vor den Übungen. Sollte jetzt eigentlich zum Ende des Semesters kein Problem sein. Und manchmal haben wir natürlich Übungstermine, ne? Also die Vorlesung war jetzt ja an einem Mittwoch. Und wenn es dann Übungstermine an einem Montag und Dienstag gibt, na klar, dann liegen die manchmal im Prinzip vor der Vorlesung. Sollte aber, wie gesagt, nicht unbedingt so vorkommen. So. Ja, gut. Das mit den Folien hatten wir jetzt schon, wie ich sage. Die sind eben eher für die Live-Sessions, für die, wenn man sich was anschauen will, sollte man meines Erachtens ins Skript gucken, ins Buch. Ich sehe den Kommentar total mit den Rechenbeispielen da drin. So, dann gab es so manchmal, der Stoff wird zu schnell vermittelt. Ja, ist leider so. Sorry. So, dann. Die Übungsaufgaben sind teilweise unnötig komplex. Ich glaube, das bezieht sich jetzt auf die Zusatzaufgaben. Videodreh, das war eine Aufgabe. Meines Erachtens ist es jetzt auch nicht so schwierig, da mal sein Handy irgendwo hin oder das einfach mit einem Screencast aufzuzeichnen. Ich meine, sowas mache ich ja auch nichts anderes. Im Prinzip irgendwie jeden Tag, den ganzen Tag. Und man soll Programme verwenden, deren Handhabung völlig unbekannt ist, wie meinetwegen LTSpice. Ja, da gibt es Videotutorials zu. Die findet man im Moodle-Kurs. Die stehen auch unten meines Erachtens manchmal auf den Aufgaben einfach mit drauf. Ja, weitere Infos dazu findet man unter diesem und jenem Link. Also muss man sich ja mal angucken. Und dann gibt es noch so ein paar Mal den Kommentar, es gibt keinen Praxisbezug. Ja, auch sorry. Wir sind an einer Uni, wir bilden zukünftige WissenschaftlerInnen aus. Wenn man ganz viel Praxisbezug haben möchte, dann muss man eine Ausbildung machen oder ein duales Studium oder was auch immer an einer Fachhochschule. Dann ist man hier einfach, hat man jetzt nicht so den passenden Studiengang gewählt. Also wir versuchen hier so viel wie es geht, irgendwie Praxis einzubinden, aber wir werden jetzt hier nicht erklären, wie man irgendwie einen Schaltschrank zusammenbaut oder zu Hause seinen Herd anschließt, weil das ist nicht Teil einer universitären Ausbildung. Ja, also Praxisbezug, ja, gerne viel, aber hat eben Grenzen. Und wenn man über diese Grenzen hinaus will, dann ist man einfach an der Uni falsch. So, dann gab es noch so ein paar Verbesserungsvorschläge. Vielen Dank dafür. Also das Skript sollte mit der Fixfolien erweitert werden. Ja, vielleicht mit diesen Rechenbeispielen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das keine gute Idee, weil Skript ist Skript, Folien sind Folien. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, wie ich schon gesagt habe.
So, die Inhalte sind aus mir unbekannten Gründen schwer auf die Übungsaufgaben zu übertragen. Wie ich sage, ne, Fragen stellen, Hilfe suchen, irgendwie die eigene Lerngruppe konsultieren und wenn man keine hat, sich eine suchen oder eine gründen, die Einstiegsaufgaben bearbeiten, Sprechstunde besuchen, irgendwie sowas machen, aber eben nicht sagen, oh, kann ich nicht, geht nicht, sorry, kann ich nichts machen. Ne? Also da muss man, das ist ja schon mal, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, wie man sagt. Aber ich, ja, das mit der Demotivation kann ich tatsächlich vielleicht ganz gut nachvollziehen. Ich meine, ab und zu möchte man als Student, als Studentin natürlich mal so einen kleinen, ein kleines Erfolgserlebnis haben und sagen, hey, ich habe auch mal eine Aufgabe richtig gelöst und vielleicht sogar auf Anhieb und vielleicht habe ich nicht 3 Stunden dafür investiert, sondern nur 15 Minuten. Das kann ich total nachvollziehen. Deswegen also vielleicht tatsächlich mal diese Einstiegsaufgaben angucken. So, ich würde die Folien hochladen, die Sie vorstellen. Ja, aber da müsste ich ja die Folien deutlich vor der Veranstaltung fertig haben. Ja, das habe ich im Normalfall nicht. Ich habe ungefähr 5 Minuten Vorsprung. Und Steve Jobs hat seine Folien von Vorträgen sowieso vorher auch nie irgendwo hochgeladen. Also ich sehe den Punkt mit dem Rechenbeispiel. Ja. So, wir sollten immer mal wieder sagen, wofür das im Joballtag überhaupt gut ist und wofür man es braucht. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Das können wir häufiger mal machen. Das ist ja auch so ein bisschen der Praxisbezug. Das Mikrofon lauter stellen bei den Vorlesungen. Ist nett, sich im Nachgang darüber zu beschweren, aber ist eigentlich besser, direkt in dem Moment Bescheid zu sagen und zu sagen, hey Moment, das kann man jetzt irgendwie schwer hören, können Sie das vielleicht mal ein bisschen lauter machen. Ja, da muss man als Lehrperson ja eigentlich nur mal die 5 Meter nach vorn gehen und das irgendwie ein bisschen lauter bringen. So, dann gab es immer noch so ein paar Kommentare zu den Übungen. Ne, mit so der Haiti-Methode, wenn keine Gruppe sich so richtig darauf vorbereitet hat, dann gibt es Übungsleiter, zu Recht, die dann sagen, nee, dann machen wir das jetzt nicht, weil ihr hättet euch darauf vorbereiten müssen. Und ich meine, selbst wenn ihr dann sagt, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben uns das und das angeguckt, wir haben irgendwie im Skript die Seiten gelesen, wir haben irgendwie das und das im Buch uns angeschaut, wir haben trotzdem keine Lösung gefunden, dann ist das ja eine Ansage. Aber die Idee von dem, man soll sich darauf vorbereiten, ist, dass man sich eben auf die Übung vorbereitet und irgendwie nicht in der Übung anfängt zu gucken, was ist überhaupt die Aufgabe und was für Formeln braucht man dafür vielleicht aus dem Skript und so, sondern das im Idealfall schon vorher macht, um dann doch die kostbare Präsenzzeit an der Uni mit den ÜbungsleiterInnen und TutorInnen besser zu nutzen. Ja, da gab es auch den, also Verbesserungsvorschläge, Vorbereitung auf die Übung. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf die Übungsleiter bezog oder auf den Studenten, die Studenten selbst. Überhaupt Tafelbilder, ja. Ist mit den Tafelbildern sehe ich auch so ein bisschen, aber man muss dann trotzdem irgendwie aktiv an der Übung mitmachen. Also wenn man sich dann reinsetzt und da schreibt jemand vorne irgendwie ein nettes Tafelbild an und das sieht auch total selbsterklärend und so aus und man schreibt das dann ab, dann hat man trotzdem nichts dabei gelernt. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Man muss, also die Übung ist eben auch dafür da, da ein bisschen was selber zu machen oder halt im Vorfeld selber zu machen, auf jeden Fall in der Übung aktiv zu werden. So, das mit den Programmen habe ich auch schon gesagt, Videotutorials. Es gibt auch immer mal Workshops von der IEEE Student Branch, wo zum Beispiel morgen, am morgigen Donnerstag, ich was erkläre zu LTSpice, ungefähr 1,5 Stunden lang und dazu einlade, da ein bisschen mitzumachen, ein paar Beispiele auszuprobieren. Also da gibt es, glaube ich, vielfältige Möglichkeiten. So, und dann hatten wir, dann gab es noch so diesen Kommentar mit dem Prüfungsformat. Und dass wir am Anfang dieses Semesters möglicherweise vielleicht mal gesagt haben, es ist wieder Open Book und Open Web und jetzt gesagt haben, nee, wir machen kein Open Web mehr, wir machen nur noch Open Book, es gibt keine digitalen Endgeräte mehr. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ungünstig, sehe ich auch ein, aber wir leben nun mal irgendwie hier in so einer VUCA-Welt, ja, volatil, uncertain, komplex und mehrdeutig und da kommen eben mal so relativ schnell Sachen wie ChatGPT um die Ecke und es gibt dann besorgte Dozierende, so wie ich das ja aufgeschrieben habe, ja, die dann Angst davor haben, oh Gott, wenn die Studierenden jetzt alle irgendwie dann da die ganzen Aufgaben mit ChatGPT und selbst wenn das nicht richtig löst und eigentlich nicht so richtig was mit Schaltbildern und Diagrammen und so anfangen kann, dann ist es ja schon irgendwie eine ganz schlaue Formelsammlung und selbst wenn es nicht alle Formeln richtig, manchmal ist es ja doch und, ne, und wenn man dann so was Halbrichtiges hinschreibt, dann gibt es ja so sehr nette
korrigierende Personen, die dann immer sagen, oh, naja, das, was der Student gemacht hat oder von ChatGPT abgeschrieben hat, das ist ja schon so halb richtig, ist auch halb falsch, aber da geben wir irgendwie doch noch so ein paar Punkte drauf und dann ist man vielleicht irgendwie schon dicht dran an der Bestehensgrenze. Ich weiß nicht, also zumindest gab es vielfältige Diskussionen zu dem Thema und am Ende haben wir uns dafür entschieden, wir würden sehr gern Computer erlauben und wir würden sehr gern sowas wie MATLAB erlauben und LTSpice erlauben, aber wir haben eben kein E-Prüfungscenter an der Uni, wo man jetzt sagen könnte, hier gibt es Computer, da geht MATLAB, LTSpice und weiß nicht, noch ein paar Programme, Octave, und sonst geht da halt nichts. Ja? Oder da geht ein Browser und in dem Browser kann man irgendwie in der Wikipedia suchen, aber da kann man kein ChatGPT benutzen. So. Und da kann man nicht irgendwie aktiv in irgendwelchen Foren bei Stack Exchange sich austauschen zum Beispiel. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir eben Computer benutzen oder Computer erlauben, digitale Endgeräte erlauben in der Prüfung. Wir können nicht das Internet abdrehen und wir können nicht irgendwie gucken und einschränken, was auf den Computern passiert. Ich würde sehr gern zum Beispiel sowas wie MATLAB LTSpice erlauben. Ja, aber wenn wir das eben machen, eröffnen wir damit noch sehr viel mehr Möglichkeiten mit digitalen Endgeräten. So, aber es ist ja weiter ein Open Book. Ich sag mal, Taschenrechner und so sind ja weiterhin erlaubt. Mit denen kann man auch komplex rechnen, mit denen kann man auch mal ein Gleichungssystem lösen. Und was wir wieder machen werden, ist, also die Prüfung hatte früher 9 Aufgaben. Und im Rahmen dessen, dass wir die Prüfung auf Open Book und Open Web und so umgestellt haben und die mal als Take-Home-Prüfung hatten und in verschiedenen Formaten im Hörsaal und so, haben wir gesagt, okay, die Studis haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, diese Aufgaben zu lösen, ja, weil sie können ja Zahlenrechnungen mit MATLAB machen, sie können irgendwie simulieren, sie können dieses und jenes. Und dann haben wir das von 9 Aufgaben auf 10 Aufgaben mal erweitert und die Zeit einfach gleichgelassen, weil wir gesagt haben, ne, das kann man effektiver mit der Zeit haushalten in der Prüfung. Und deshalb werden wir jetzt einfach wieder auf 9 Aufgaben reduzieren. Ja, und das heißt, man hat pro Aufgabe ein bisschen mehr Zeit, das jetzt schön in seinen klassischen analogen Taschenrechner einzutippen und da die Prüfung zu bearbeiten. Es sind 3 Stunden und 9 Aufgaben, also hat man dann 20 Minuten pro Aufgabe. Ja, und das ist, das ist jetzt nicht super viel, aber es ist schon okay. Also ich kenne viele Leute bei Prüfungen, die früher abgegeben haben oder die auch gesagt haben, wenn ich jetzt noch 3 Stunden Zeit hätte, ich würde es auch nicht mehr schaffen. So, ne, weil dann ich einfach nicht weiß, was ich jetzt irgendwie machen soll bei dieser Aufgabe. So, also da gibt es jetzt auch so ein bisschen Entgegenkommen, würde ich sagen. Aber gerade diese ChatGPT-Nummer hat doch in der Uni, würde ich sagen, in der Fakultät und überhaupt für einigermaßen Wirbel gesorgt und ist noch so ein bisschen unklar, wie man jetzt damit mal irgendwie schlau umgeht. Vielleicht haben wir zum nächsten Wintersemester ein E-Prüfungscenter, in dem wir sowas dann machen können. So, und damit würde ich um ein paar abschließende Worte zur Evaluierung bitten. Und der muss jetzt aber, glaube ich, nochmal auf diese Seite gehen, auf der ich gerade war, und das überhaupt erstmal freigeben. Wie komme ich da jetzt wieder hin? eSalsa Present Edit. So, hier ist nämlich die Evaluierung und diese Fragenserie ist jetzt noch nicht freigegeben und jetzt ist sie freigegeben. Und jetzt sollte die, glaube ich, hier auftauchen beim Thema Evaluierung. Und wenn ihr da draufklickt, dann sehr gern. Das sollte aber eigentlich im Prinzip genau der gleiche QR-Code sein wie eben. Aber ich wollte die Seite auf jeden Fall erstmal freischalten, weil sonst kommt man da ja leider nicht hin, selbst wenn man den QR-Code sieht. So, und ich glaube, in der Umfrage sind jetzt gleich noch 3 weitere Umfragen drin. Ich weiß nicht, ob er die jetzt gleich macht oder auch nicht. Also wir bleiben vielleicht mal erstmal bei den abschließenden Worten zur Evaluierung. Die Studierenden haben das letzte Wort. So, wie komme ich jetzt wieder in den Präsentationsmodus hier? Ah ja, okay. So, und da gibt es schon 11 Antworten, die zeige ich schon mal an. In Ordnung, okay, sehr gut. 5 in der Haltung,
zwei Daumen nach oben. Die Leistungskontrolle war schwerer als erwartet und es hat uns gecatfischt. Ja, also ich meine jetzt zu der Leistungskontrolle kann man, muss man jetzt ja mal auch irgendwie sagen, wie viele Punkte man jetzt in der Leistungskontrolle konkret hatte, ist ja jetzt am Ende auch im Prinzip irrelevant. Hauptsache, man hat eine Prüfungszulassung. Ne? Also dann geht ja alles wieder auf Null und am Ende zählt die Note der Prüfung. Und es gab ja mit den Zusatzaufgaben und so auch genügend Möglichkeiten, abseits dieser Leistungskontrolle jetzt Punkte zu sammeln. Stabil ist eine gute Sache, aber ist meistens Quatsch, das stimmt. Kann man so sehen. Okay. So, okay, 41 Antworten, ziemlich viele Enthaltungen. Alles klar. So, dann ist die nächste und sozusagen vorletzte Frage mal, fasse das Semester in 2 bis 3 Worten zusammen. Das ist wahrscheinlich ja auch schon passiert. Da muss ich wieder auf den Pfeil drücken, auf die nächste. Und dann sind schon 15 Antworten, die ich mir mit Space einstellen kann. Übung carried, anstrengend, viel, komplex, schnell. Ja, das Semester geht schnell um. Viel Stoff, rasant, lehrreich. Jetzt wird es richtig stressig, hart. Ja, also es hat niemand von vornherein behauptet, dass es leicht wird und dass es ein Zuckerschlecken wird. Wie Winston Churchill früher gesagt hat, das Einzige, was wir bieten können, sind Blut, Schweiß und Tränen. Da ist mit Sicherheit ein bisschen was dran. Ich würde aus meiner eigenen studentischen Sichtweise, also ne, mein Studium liegt ja jetzt schon einige Monate zurück, aber ich kann mich trotzdem noch ganz gut dran erinnern. Ich würde das auch als so Halbradsportler immer mit so einem Radrennen vergleichen. Ja, da ist irgendwie so, also wenn man am Anfang des Rennens bis zur Hälfte, bis zu 3/4 schafft, am Hauptfeld dran zu bleiben, dann schafft man es meistens auch bis zum Schluss. Und so ist das. Und vielleicht ist es auch am Anfang am härtesten, ne, weil da fahren erstmal alle irgendwie voll Karacho los und so. Und so ist das vielleicht auch ein bisschen im Studium. Also wenn man das erste, zweite, dritte Semester einigermaßen überstanden und überlebt hat und das Bachelorstudium dann mal geschafft hat, im Master wird es dann meistens ein bisschen entspannter und lockerer und so. Ja, also dass das jetzt am Anfang hart und stressig ist, würde ich sagen, relativ normal. War auch in meiner Sicht so. Und das liegt, ist vielleicht, ich habe ja noch auf Diplom studiert, ist vielleicht auch beim Wechsel auf Bachelor und Master jetzt nicht einfacher geworden, sondern das Bachelorstudium ist ja noch eher vollgepackt mit allen möglichen Kram. Deswegen kann ich das alles relativ gut nachvollziehen.